los. So, jetzt gehen wir weiter nach oben. So, jetzt sind wir erst richtig da. Ich zeig's euch gleich mal. So, jetzt sind wir auch schon da. Das ist der Hamburger Dom. Richtig cool gemacht. So, jetzt sieht man es nochmal besser. So, hier gibt es jetzt nochmal eine zweite Hälfte. Es sieht alles sehr, sehr schön aus. So, jetzt sieht man alles nochmal richtig gut. Da hinten fängt es an. Da hinten geht es auch noch weiter. Und hier hinten sind sogar die Starsteller so ein bisschen da. Vorne. Keine Ahnung, wir haben gerade hier keine Knöpfe gedrückt. Warte, was war den da? Keine Ahnung, was da jetzt losgeht. So, und hier ist jetzt Nummer 1. Bahnhof. Hier ist sogar ein Trampeltier. Ach, da, das sieht man gerade nicht. Da hinten geht es dann auch noch weiter. Und jetzt geht das noch weiter. Jetzt hätte sogar eine kleine Bahnhof. Ich glaube, das soll eine S-Bahn sein. Doppeldeckerbahn. Genau. Mit Stein. Mit Kies. Und hier die Brücke, Leute. Da hinten. Oh, da hinten. Richtig cool. Hier vorne ist noch eine kleine Baustellenanlage. Also ein Baumarkt. Und da oben, ist das eine Schule? Ich weiß es nicht. Das sieht zumindest richtig cool aus. Da hinten oben ist dann noch so ein Feuerwehreinsatz. Dann noch so eine Abschwerburg oder noch so ein Miniloch. Das ist eine Burg. Und ganz viele Ziegen. Da ist sogar ein kleiner Mini-Campingplatz. Und dieser Campingplatz ist an so einem kleinen See mit Kornfeld. Ja, ich weiß nicht, was da noch ist. Da hinten ist dann noch auch noch ein Autounfall. Wie gesagt, sorry, sind da vier oder? Jessica gerade so. Ja, da liegt so ein Paar so im Kornfeld. Und was hast du dann gesagt? Ein Bett im Kornfeld, hat sie dann so gesagt. Obwohl das schon Blumen sind. Und ja, hier ist dann noch so noch mehr Anbau. Mittendrin ist so ein Hirsch. Da drüben ist ein Unfall passiert. Egal. Dann ist dann noch der DRG. Ganz viel. Das ist das Hermanns-Denkmal. Und hier ist sogar eine kleine Mini-Provise. Und der hat seine Klamotten dann vergessen. Ja. Hier ist sogar eine kleine Mini-Kuhwiese. Hier sind auch noch welche. Im Stall sind auch noch welche. Und da drüben. Ja. Hier ist dann auch noch so eine kleine Mini-Wiese. Und der Gym. Wie heißt der Gym-Knopf? Ist auch noch da. Richtig cool. Alien TV ist jetzt gerade da unten angegangen. Keine Ahnung, was es war. Aber TV. Ja, ich kann es euch gerade nicht so gut zeigen, weil Mama es so dunkel ist. Ich denke, warte, machen wir jetzt an. Warte kurz. So sieht das jetzt alles nochmal dunkel, also wenn es hier dunkel ist, aus. Es sieht einfach wunderschön aus. Da ist auch noch eine Tropfsteinhöhle. Ja, Licht ist gerade ausgegangen. Keine Ahnung. Aber das ist eine Tropfsteinhöhle. Hab ich schon. Und hier ist dann noch so ein kleiner Mini-Bahnhof. Guck mal nach da hinten. Ich habe hier gerade auf den Knopf gedrückt und da hinten ist hier. Da drüben ist die Leitstelle. Ja. Mama, drauf, Mama hat da Hacken. Warte, ich zeig's euch. Hier ist dann noch so eine kleine Mini-Steinhöhle. Die ist von hier oben angefangen bis nach da unten. Hier, weil da so ein Rettungsdienst drin ist. Hier unten ist dann noch so eine kleine Mini-Mine. Und ja, hier ist dann noch mehr. Zeigen wir euch jetzt. Es ist einfach so faszinierend, wie klein alles so gemacht werden kann. Und dann noch so Feinheiten alles so gemacht werden. Da hinten ist noch so Kraftwerk und alles. Gehen wir mal weiter. Hier geht es dann auch noch weiter. Da ist auch wieder eine Grube. Und der ICE, das wollte ich auch noch sagen. Da hinten geht es dann auch noch ganz schnell weiter. Ja. Oh, hier kommt dann noch ein zweiter ICE entgegen. Richtig cool. Da ist der zweite dann. Und da sitzen sogar kleine Menschen drin. Da oben ist dann noch der Schlosspark. Das ist einfach richtig. Da hinten sitzt sogar gerade jemand.
Ja gut, nicht in echt, aber egal. So, hier ist auch noch was. Unten sind so Nöpfe. Ah, damit geht die Feuer. Oh. Damit geht die Polizei los. Und hier geht dann noch irgendwas. Ich weiß nur gerade nicht wo. Ich sehe es gerade nicht, wo das andere losgeht. Ich höre einen Knall. Sind hier noch Füße? Da oben sind dann noch Eislaufen. Oh, das ist sogar ein Heißluftballon von Nutella. Hier ist dann noch so ein kleines Mini. So eine Mini-Kirche, da muss man von da nach da dann mit dem Schiff rüberfahren und weitergehen. Hier drüben spielt Eishockey. Er wird Eishockey gespielt. Ne, da hinten wird Geräusch-Eishockey gespielt. Keine Ahnung, wie es heißt. Und da wird dann eben Eishockey gespielt. Ja, machen. Keine Ahnung, wo ihr was angeht. Es ist einfach so komisch. Man weiß eben nicht, wo was passiert. Nee, der fährt von alleine. Nee, der hält auch fest. So, hier geht's an. Da geht's ins Wintergebirge. Da fängt schon das Winter an. Und da sind kleine Störche. Richtig cool. Und da oben fängt eben das Wind, also wie das Gebirge anfängt. Und hier sind auch so, wie nennt man die? Ja, hier ist jetzt eben schon Österreich und alles. Da sind so welche, die springen dann und dann, ich weiß nicht, wie die heißen. Geil, keine in der Ahnung. Okay, das ist die jüngste Steinzeit. 55.500 bis 2200 vor Christus. Dann noch. Ich muss noch mal gucken. Hier ging die zweite Hälfte ins frühe Mittelalter. Das ging von 770 bis 1330 nach Christus. Dann geht es auch noch weiter bis das spätere Mittelalter und frühere Neuzeit. Und dann geht es immer weiter, bis wir dann eben in unserer jetzigen Zeit ankommen. So, hier ist das HSV-Volksstadion. Stadion. Ja, richtig cool, wie klein das ist. Wir können langsam und nicht mehr sprechen. HSV spielt gegen St. Pauli. Und hier sind wir irgendwo. Ich weiß nicht, wo gerade. Hier ist noch eine ganze Ecke. Das ist richtig cool. Hier ist ein Konzert von Helene Fischer in der großen Halle. Das ist ein kleiner Ausschnitt, aber ihr müsst selber mal hinfahren, dann seht ihr, wie viel da ist. Hallo, hier sind eure Wumbo Kids in Hamburg bei Nacht. Es ist sehr dunkel, es sieht aus, als würde wieder die Sonne aufgehen. Ja, und wir sind jetzt endlich fertig mit der Schifffahrt und mit der Miniatur Wunderland. Ja. Und jetzt fahren wir wieder nach Hause. Tschüss, das waren eure Wumbo Kids. Bye!